Hallo Welt, da sind wir wieder. Es geht noch ein bisschen weiter in Richtung Zeetrik Form. In Rondamir. Rondamir dürfen wir ihn. In Rondamir dürfen wir ihn treffen. Ich sehe jetzt hier noch keinen direkten Durchgang dorthin. Ich denke, wir werden mal diesen Weg hier runternehmen. So lang und ja, dann hoffe ich, dass der hier irgendwie so eine Biege macht oder so etwas, damit wir da dann hinkommen. So. Also diesen Weg. Wir haben gelernt, uns an Wege zu halten. Das ist doch schon mal was. Oh, keine Reagenzien gefunden. Ja, es ist bald. Wir werden bald erlöst sein. Es ist bald soweit. Was machst du denn im Wasser? Den letzten Trank hätten wir jetzt gar nicht nehmen müssen, das war jetzt Verschwendung. Was qualmt denn hier überhaupt? Oh, interessant. Und da unten ist auch noch was zu finden. Na schön. Oh, was haben die denn hier überhaupt gejagt? Ja, so ein Viech will ich mal sehen. Was ist das denn? Ah, das ist wahrscheinlich nur so eine Kuh, die sie aber auseinandergepflückt haben und teils aufgefuttert haben. Und dann sieht das darunter so aus. Einen Trank haben wir nur noch. Oh, das ist schlecht. Wir hatten doch so viele. Ja, wir waren ein bisschen verschwenderisch. Jetzt extrem schlecht mit den Tränken. Oh, da hätten wir noch ein paar kaufen sollen. Ist das hier jetzt der richtige Weg? Oh, wenn wir uns einmal drehen, einmal komplett umdrehen, dann... Ist ja schon der richtige Weg hier wieder. Hoffentlich. Ah, Kernyralem. Das ist... Nein, das ist mitnichten. So ganz der richtige Weg ist das nicht. Mit Nyralem treffen. Das gehört jetzt nicht wirklich zur Aufgabe. Nein. Wir müssen irgendwie da entlang. Meine ich doch. Da, wo denn? Ja, genau die Richtung wär's. Irgendwie da oben oder da drumrum oder... Ach, hier hängt ja extra auch so eine Riesenlaterne, damit man das ja nicht verpasst hier, die Ausfahrt. Ich find's total gut. Ja, so ein paar Tränke hätten wir uns schon noch aufsparen sollen.
Runder mir. Ist da noch richtig viel Platz bei uns im Inventar? Ja, okay. Auf nach Runder mir. Achso, der gehört zu uns hier. Gut, ihr seid gekommen. Natürlich. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Ein Kodok hat sich in dieser Höhle eingenistet. Wir müssen ihn finden und töten. Was war ein Kodok nochmal? Kodoks sind widerwärtige Bestien, die sich von Leichen ernähren. Aus irgendeinem Grund dienen Wichte den Kodoks bereitwillig als Soldaten und versorgen sie mit frischen Leichen. Hütet euch vor Kodoks. Ihr Speichel ist tödlich. Okay. Wie hast denn du die Höhle hier gefunden? Was ist denn das überhaupt? Es ist eine Feinhöhle am Südrand der Siede. Die Wichte, die dort leben, waren bisher bestenfalls lästig. Bis jetzt. Und ein Kodok? Der Kodok lässt die Wichte von Rundamir die Leichen beschaffen, von denen er sich ernährt. Deshalb überfallen sie im Siede Reisende. Wir müssen ihn finden und vernichten. Mhm, ja dann. Seid auf der Hut. Der Biss eines Wichts kann eine hässliche Narbe hinterlassen. Oh, okay. Das wollen wir ja nicht riskieren. Zu spät. Ich wollte mich schön anschleichen. Aber scheinbar wollten sie ja nicht. Sie wollten sich nicht verschleichen lassen. Haben Wichte Geld? Oh, sie haben große Heiltränke. Und die leben hier in einer richtig schönen Höhle. Oder was das ist? Das ist keine Höhle, das ist so eine. Das ist auch so ein Wald, so ein Dickicht auch nochmal. Oh nein! Oh, Tutorial. Drückst du die linke Maustaste, während sich der Cursor auf einem dunklen Siegel befindet, explodiert der Schutzzauber. Was ist das dunkle Siegel? Drückst du, während sich der Cursor auf einem dunklen Siegel, ist das hier das, ah, das ist das dunkle Siegel hier? Den dürfen wir nicht treffen, okay. Explodierte Schutzzauber, na gut. Oh nein, jetzt haben wir schon wieder sowas. Ach, das ist hier so ein. Das ist so ein Baumgesicht. Oh, Moment mal. Können wir nicht mit dem sprechen? Ach so, du bist daher gerannt und dann hätte ich mit dir sprechen können. Sogar fliegen.
letzten Trank haben wir nur noch. Wir müssen irgendwo einen Trank gefunden haben. Und zwei große Heiltränke, aber ich weiß nicht, ob die so gut sind. Also ja, die werden für uns gut sein, aber die werden wir wahrscheinlich besser brauchen können für irgendetwas anderes, oder? Von da sind wir ja gekommen. Da vorne scheint nichts zu sein. Wie schön, hier werden das gebaut. Die Wichter haben hier so eine Brücke gebaut. Die können so Brücken mit Geländern und sowas bauen. Bannen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das läuft hier. Ich glaube, ich verstehe das jetzt mit dem Bannen. Und haben wir eine Karte hier? Borka töten, ja genau. Aha. Da lang, ja. Genau. Ich dachte, von hier wären wir gekommen. Oh. Schön, so ein großer Kopf hier unten. Wir sind doch von hier gekommen, oder nicht? Wenn die doch alle hier tot rumliegen. Nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist ja falsch hier, Borka töten. Doch. Ach, Krudok töten, der ist hinter uns, ja, wollte ich doch sagen. Ach, natürlich, Borka ist dieses Baumdingen, die Borke, ja. Ganz alleine. Frage ich mich, was macht er mit der Knochenlederrüstung? Kochen, Kochlederrüstung oder was ist das? Was? Konnte ich den nicht bannen, den Schutzzauber? Konnte ich den wieder nicht bannen? Ich glaube, ich weiß, wie das jetzt läuft. So, ich glaube, dieser Kreis, wenn er da so rumfährt, dieser Ring, dann müssen wir genau... Moment, ich zeig's euch nochmal.
Wir müssen genau diese beiden treffen immer. Habe ich aber nicht. Oder? Haben wir je einen Bann geschafft? Dann wollen wir den schweren hier noch? Nein, lass. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Ja. Oder wir können das jetzt machen, bis wir rausgefunden haben, wie das funktioniert mit dem Bannen. Oh, wenn ich das mal sehen würde. Oder man muss immer die klicken, die gerade den grünen Kreis drum haben. Da war kein grüner Kreis drum. Vielleicht müssen wir mit irgendeinem anfangen. Also so auch nicht. Ich verstehe das noch überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich stehe ungefähr da, wie bei Starfield, als es ums Schlossknacken geht, abging am Anfang. Da habe ich das auch überhaupt nicht kapiert, wie das gemeint war, wie das gehen soll. Das ging jetzt aber überraschend schnell. War das die falsche Rune? Einen Versuch noch und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Ja, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir uns des Wichtproblems angenommen. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.